Shia LaBeoufs Liebe zur Kunst will nicht abbrechen. Er plant ein neues Kunstprojekt mit dem Namen Alone Together, auf Deutsch Alleine gemeinsam. LaBeouf will einen Monat isoliert in einer kleinen Hütte in Finnlands entlegener Lapplandregion verbringen. Die einzige Kommunikation mit der Außenwelt wird durch SMS zu Besuchern eines Museums in Helsinki erfolgen. Diese können sich in dem Museum in eine Hütte setzen, wo sie Shia Kurznachrichten schicken, auf welche er dann wiederum antworten kann. Den Nachrichtenverlauf kann man dann auch online auf der Website des Museums aufrufen. Dieses Projekt zieht LaBeouf aber nicht ganz alleine durch. Zwei Kollegen aus seinem Verband werden ebenfalls einen Monat in einer Kabine in der gleichen Region verbringen. Die Isolation kann dem Schauspieler gewiss gut tun. Seine letzte Anti-Trump-Installation wird viermal vorzeitig abgebrochen. Der Grund sind eine Reihe von Auseinandersetzungen mit Trump-Anhängern. Aber auch ansonsten läuft es nicht gut für den 30-Jährigen. Einst gilt er als großer Newcomer und soll in die Hollywood-Fußstapfen von Größen wie Tom Cruise und Harrison Ford treten. LaBeouf schlägt andere Wege ein und versucht sich im Independent-Kino. Sein neuester Film floppt. Man Down lockt in England gerade mal 3 Besucher ins Kino.